jetzt geht's los. Deal or no deal. Das schöne Bänkerspiel mit unserem Guido. Ja, folgendes. Ein erfolgreiches Spiel. Und zwar geht es darum, von 26 Koffern wird einer ausgesucht, den man sich auf Seite stellt. In der Hoffnung, dass da die 250.000 Euro drin sind. Es geht nur bis 250.000 Euro. In der Zwischenzeit öffnet man dann die anderen Koffer, um zu sehen. Und man kann teilweise dann auch ersehen, was eventuell in dem Koffer drin sein kann. Also ein Spiel mit mein Kandidat eine Entscheidung, die vielleicht sein Leben verändern wird. Und dafür muss er nur eine Frage beantworten. Deal or no deal? Yay! So, da lass man's loslegen, ne? Jetzt dummen so. Jetzt dummen so, als ob wir das sind. So, ja, ja, ja. Hallo und herzlich. Ach so, die rote ist das. Dreht sich alles um 26 Geldkoffer, aber in nur einem befindet sich der Hauptgewinn von 250.000 Euro. Hab ich doch noch schon gesagt, Jung. Oh no deal. Hab ich doch schon gesagt. Ich möchte jemanden ganz besonderen vorstellen. Ach du lieber Gott. So, jetzt macht das der Weggüß. Ich will die Mücken mit nach Hause nehmen. So, neues Spiel. Ja. Hauptmenü, neues Spiel. Solospieler. Ja, klassisch. Klassisch. Jetzt lassen wir uns loben. Jetzt putze ich den weg. Und zwar geht es ja darum, der Banker pokert ja mit mir. So, das heißt also, wenn ich also... Geldkoffer, ja? Aber in nur einem befindet sich der Hauptgewinn von 250.000 Euro. Herzlich willkommen zu Deal or No Deal. Yes. Was muss ich jetzt drücken? Hier drücke? Warte, ja. Ja, er hat aber jetzt vergessen zu sagen, hier, mach die Schnützen und so. Der Banker... Der versucht ja jetzt mit dir zu pokern. Also, sind jetzt noch 100 oder 150.000 noch im Spiel und jetzt sind schon 10 geöffnet. Je höher findet dann auch die Summe statt, die er dir anbietet, damit er den Koffer von dir abkaufen kann. Wenn du Glück hast, ist da nur ein Cent drin, nee, oder ein Euro und du kriegst von dem Banker 7.500. Also das ist schon... Sagen Sie uns bitte, mit welchem Koffer Sie starten? Ja, da zeige ich, mich doch der Koffer. Und jetzt wissen wir es nur. Der geht hoch. Ach so, nach den Feinen kann man dann gehen. So, geht mal hier rüber. Ich suche mir ein Mädchen, was mich gefällt. Oh, das ist ein Biest. Das ist ein Biest. Die hat bestimmt nur Zentren. Ah, die scheint schon interessanter zu sein. Auch Pümmelchen. Oh, die hat Glasaugen. Weißt du was? Die 17. Und, wie machen Sie weiter? Ja, klein Moment. So, jetzt geht's los. Ich mach mal die 18, mal gucken, was drauf ist. Yeah, das ist gut. Je kleiner die Zahl, je besser ist es für mich. So, also 20 Euro sind nicht drin. War eine gute Entscheidung. Ja, mach mal auch. 9 drücke. Der ist jetzt schon ins Weg. Am besten die Seite, die rechte Seite. Was sieht er da jetzt? Finden Sie jetzt die kleinen Beträge. Ja, machen wir jetzt auch. Die 11, die gefällt mir. Geh mal hoch, lass mal die Tante sehen. Oh, die guckt traurig, da ist bestimmt 5 Euro drin. Oh! Wow! Ist das ein Biest, du! Fällt immer noch rein. Ah, ja, ja, ist ja gut. Schade, schade, schade. Macht nichts, macht nichts. Jetzt falle ich aber nicht drauf rein. Wie wollen Sie weitermachen? So, zuerst müssen wir 6, ne? Die 4. Ja, da sind die 5 Euro. Habe ich doch von gesprochen. Ja, Schätzelein, du gefällst mir.
Und der klatscht ihn ab, ne? Hast du gesehen, wie der klatscht? Der Guido. Der ist ja auch viel in Düsseldorf, ne? Suchen Sie sich bitte einen Koffer aus. Die 5 mache ich nicht. Wisst ihr was? Jetzt mache ich Trick 17. Ah ne, die 1 war offen, ne? Ganz hoch, die 5 will ich nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Lass mir das Mädchen ins Arsch schauen. Ja, irgendwie sehen die alle gleich aus, ne? Alles so Fusseljulchen, ne? Ah, schöne Röckchen haben sie an. Das habe ich gesagt, ich falle immer drauf rein, ne? Ja, yeah, bene. Hey. Nicht optimal. Ja, ja, es gibt Schlimmeres. So, jetzt gucken wir mal. 2 von den rechten, vielen und naja. Wir machen weiter zum nächsten Koffer. Ah, jetzt bin ich total nervös. Ne, die 6. Wo ist die 6? Ah ne, die ist da oben. Komm. Ja, sehen die denn jetzt alle? Ne, wo war die 6 da jetzt? War die nicht oben? Ah, da ist sie. Lass mich das Mädchen sehen. Ja, sieht nett aus, ne? Wenn die nett aussieht, pass auf, da ist eine hohe Summe drin. Hoffentlich nicht. 400, das ist gut, gut. Jawohl, zwingt mal das Äugelchen. Alles okay. Ja, das weiß ich selber, du Duppes. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel für jetzt zu Hause. Sollten Sie gut überlegen. Ja, was ist, wenn ich jetzt nicht überlege? Ich muss mal runter. Komm, die 26, die stört mich. Mein Gott noch! Mein Gott noch! Das ist ein Thema für die Banker. Au, weihe. Voll und ganz deiner Meinung, jammerschade. Is it? Boah, jetzt habe ich nur noch 150.000. Mensch, da habe ich aber eine Sahne gegriffen. Oh, jetzt ruft der Banker an. Jetzt ruft er an. So. Ja, ich gehe dran. Hallo? Hey, gib mir 50.000. Deal or no deal? Da hat sie nicht mal alle. Weiter so. Hat sie nicht mal alle. Weiter. Das sind 1.700, ja, vielleicht 17.000 sind da drin. 19, komm. Ah, ist nicht wahr, ne? Kann nicht wahr sein, weißt du? Also mit den Frauen habe ich da kein Glück mit. Voll und ganz deiner Meinung. Ich fall immer auf die schönen Augen rein. Jetzt guck dich dann, aber 150.000 sind ja noch drin. So, pass auf. Jetzt will ich ein sehen, was das Kind hat. Ach, ein Zentchen. Aber irgendwie haben sie alle so dicke Schenkel, ja oder wenig das nur gut so? Gut gemacht, muss ich schon sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass die alle bei dem Guido zu Hause wohnen, die Mädchen da, die 26 Stück. Der kennt die nämlich alle mit Namen. Wo sollen sie dann sonst wissen, ne? Was machen wir? Ja, wir machen weiter. Du Quasseltyp, du. 12! 12 ist eine gute Zahl. Was ob jetzt? 100.000. Nee, viel sind nur. 1.000 ist okay, komm, ist gut. Gib mir ein Bötzchen, lad mich in, oh, zum Essen, ist das gut. Weiter so. Ja. Jetzt wieder los. So, wie sieht's denn da oben auf? Irgendwie gleich, ne? Und, wie machen Sie weiter? Ja, da frage ich mich auch, du. Ja, die 5 reizt mich. Pass auf, jetzt krieg ich wieder einen Hammer. Was habe ich hier gesagt? Ja, aber wie soll ich machen? Schade. Das war nix. Ach, liebe Jotto. Mensch, doch. Suchen Sie sich bitte
Hat aber auch eine Driss an der Finger, du. Komm, die 7. Ja, also, geht doch. Ja, tanzen können wir, ne? Die Püppchen. Du hast allen Grund zu feiern. Nee, hab ich überhaupt nicht. Das super für dich. Ja, ist klar, ist klar. Guck dich das Ergebnis an. Oh, jetzt geht der Bänke wieder. Knallt sich wieder in rein. Da ist noch jeder dran. Hallo? Hallo. Was hätte ihr denn? Honor Deal. Das ist der bekloppt, ne? Der hätte doch nicht mehr alle. Gute Taktik. Ja, da sind noch 25, 20.000 drin. Finden Sie jetzt die kleinen Beträge. Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich wusste erst die große. Komm, die 14. Ach, guck mal, da oben sind aber die Schwarze. Ich glaube, ich lass mal die Finger von den Roten. Oh, ich lass die Finger von den Roten Fussel. Gut. Schade, schade. Jetzt nehme ich nur noch die Schwarze. Pass auf jetzt. Wir machen weiter. Ja. Zum nächsten Koffer. Ja. Lass mal sehen. Das sind die Schwarze. Ich gehe jetzt bei den Schwarzen. Das habe ich dir gesagt, stehe ich mich besser bei ihm. Ah, fantastico! Du hast allen Grund zu feiern. Ja, kannst du noch was anderes sagen? Super für dich. Pass auf, dass die Zähne nicht rausfallen. Jetzt sollten Sie gut überlegen. Ja, das tue ich auch, Junge. Verlass dich drauf. Ich nehme jetzt nur noch die Schwarze. Die Rothaarige haben mich reingelegt. Siehst du? Scheint für Sie ganz einfach zu sein. Ja, ist es hier so. Die Biester da. Wir? Noch eine Karte. Weiter. Kommt keine Schwarze mehr. Na komm, die hat auch eine andere Haarfarbe. Dann nehme ich die 13. Wisst ihr, was habe ich dir gesagt? Die Feuerteufel sind das, die mir das Leben schwer machen. So, ich kann der Banker noch uns anrufen. Alles okay. Sieht doch gut aus, ne, Jung? So. Ah, jetzt knallt es wieder hin. Ja, ich geh dran. Hallo? Hallo? Oh, die Augen werden groß. Deal? Honor Deal. Ah, nee, Dome noch ein bisschen dealen. Ne? Weiter so. Finden Sie jetzt die Klinik? Ja, weiß ich doch. Jetzt muss ich nach den Haarfarben gucken. Darfst du keinem erzählen, du. Die ist auch nicht ganz rot. Die ist auch nicht ganz rot, aber lass uns nur. Ah ja, das ist ein Blondchen. Nimm ich die. Ah, jetzt siehst du das? Die mich flinken wollen hier. Die Biester da. Hätte sicher von Düsseldorf mitgebracht. Mit so coolen Leuten macht's richtig Spaß. Sie drücken dir die Daumen. Ja, du. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Von den großen Zahlen. Wir machen weiter zum nächsten Koffer. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen, ob die Biester da. Ne, das ist eine rote. Ich nehme hier die blonde, die 21. Bah, das tut weh. Das tut weh. Sind die 50 denn auch schon weg? Nein. 150 ist ja noch drin, ne? Ganz deiner Meinung. Jammerschatten. Jetzt haben sie mich aber gelinkt, du. Jetzt haben sie mich gelinkt. Wie wollen Sie weitermachen? Ja, lass doch mal gucken. Jetzt hat er mich gelinkt. Haben wir keine Schwarze mehr dabei? Das sind alles hier Rote. Die traue ich nicht. Ich traue eine Rote nicht mehr. Mal runter. Hier ist auch nichts mehr. Sind die schon alle abgehauen hier, die Biester? Wo laufen die da hin? Nee. Na komm, da ist auch noch eine Blonde. Komm, ich nehme die 15. Lass mich nicht im Stich. Ah, gut. Hey,
150 sind aber noch drin. Die sind noch drin. So, jetzt haben wir noch 20 Cent, 50, 100, 200 Euro, 150.000, 10.000. Ja, jetzt geht natürlich drauf an. Ja, komm, lass mal ein bisschen bimmeln. Also gibt er mir jetzt 15.000, nehme ich an. Hallo? Hallo? Oder ob jetzt 6.000? Deal or no deal? Oh, war ich fast dran, ne? Guck mal. War ich fast drin. Ach, guck mal, Angebote, Banker. Gute Taktik. Oh, wow, wow, jetzt wird es ein bisschen heiß. Jetzt wird es heiß. Ah, lass mich die Putzfrau nehmen. Ich nehme die 22. Und dann die 16. Ja! 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 Jetzt wird es aber langsam heiß. Ganz entspannt sein. Jetzt wird es heiß. Was machen wir? Achso, die 16 habe ich gesagt. Boah, das tut weh. Alles, was mit Rot zu tun hat, du. Ja. Schade, schade, schade. Da sind. Also, wenn ich jetzt wüsste, was drin wäre. Guck mal, wenn die 50, 100. Ah, ah, Telefon geht. Ah. Ah. Der Direktor ruft an. Hallo? Ja, und nun? Hallo? Oh, der guckt enttäuscht. Deal or no deal? Oh, das sieht gut aus, ne? Nein, mal, okay, wir machen noch immer. Noch zwei. Macht er jetzt? Macht er jetzt? Hallo? Macht er mir zwei Angebote? Wollen Sie Ihren Koffer tauschen? Nein. Ja, gegen was denn? Ach, gegen die 7.000, ne? Nee. Wir machen weiter zum nächsten Koffer. Ach, ich hätte mir da einen anderen Koffer aussuchen können, ne? Ah, was ist denn mit dem? Ne, das sind die Rothaare. Ich habe Angst davor. Ach, die Biester. Wie viele Koffer sind überhaupt noch drin? Ja, lassen wir es los. Eins. 2, 3, 4, 5. 5 Koffer. Oh, wein jetzt. Was tun wir jetzt? Ah, komm, du Schlitzohr. Du guckst böse. Ah! Ja, da ist es! Da ist es! Bingo! Wow! Du hast allen Grund zu feiern. Ja, das habe ich jetzt das auch. Das läuft ja super für dich. Ja. Oh wei. Jetzt sind ja... Jetzt pass auf. Jetzt müssen ja 3 Koffer übrig bleiben. Also ist jetzt nur noch 2-mal drin. Oh, der Banker ruft an. Der Banker ruft an. Oh, ich gehe mal ran. Hallo? Hallo. So, ich bin jetzt gespannt. Deal nee. Or no deal? Oh, das ist ein gutes Ergebnis. Ja, überleg mal, jetzt sind nur noch 150.000 drin. Ich hab gesagt 10.000. Wisst ihr was? Ja, wir beißen uns am Arsch. Ich sag das dich. Gute Taktik. Okay, noch einmal. Aber dann nehme ich jetzt. Dann nehme ich jetzt aber doch. Hier habe ich Angst. Wisst ihr was? Ich nehme die 3. Komm, ich muss durch. Was? Ja, aber wir nehmen nicht die 150.000. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ist nicht so schlimm. Oh. Mist. Jetzt wird heiß. Jetzt wird heiß. Oh, Telefon hier wieder. Hallo? Hallo, Banker. Jetzt hier für den Jungen 15.000. Deal or no deal? Wisst ihr was? Ich mache es. Ich nehme Deal. Die Runde hast du brillant gespielt. Jetzt bin ich gespannt. Du bist... Jetzt bin ich gespannt. Was muss ich machen? Angenommen. Nehme ich die 10. Wow! Hast du es gesehen? Ja. Ich
hab es gewusst, dass sie mich linke, die Bieste. Ich hab es gewusst. Ich hab es gewusst. Hier, die zwei hätten wir nicht mehr können. Ne? Wir hätten noch ein bisschen pokern können. 50. Pass auf, bei mir sind 200 Euro drin. Bah! Das ist ein Deal, ja? Das ist ein Deal, du. Menscheskinder, ne, du. Zack. Wo geht es denn jetzt los? Angenommen, geht da noch irgendwas? Ja, die 2500, ne, sind noch dran. Ja. Da haben wir gut gewonnen, du. Klasse. Ja, so wird gespielt hier, Schnäuzer Mattes. So, krieg ich jetzt einen Applaus. Kriegen jetzt die Scheinwerfer richtig, jo, was jetzt? Rückst du mal gewonnen? Ist doch okay, oder? Danke, dass du Deal or No Deal gespielt hast. Ja! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, das ist es. So, liebe Zuschauer, genau das müsst ihr auch zu Hause machen. Das macht richtig Fetz. Okay, ich würde sagen, bis demnächst. Mal, tschüss.